Und damit willkommen zurück. Check, 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 check. Gut. Also, wir sind nach wie vor dabei zu gewinnen. Hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt hier vorne einen Titan, Level 2, der sich gar nicht mal so blöd anstellt. Geht nicht. Und hier hinten bilden wir jetzt dann gleich aus. Als nächstes. Ja, das ist das Problem. Aber dem stelle ich mich als nächstes, das passt schon. Muss, ne? Muss. Na komm. So, ich hole mir jetzt zwei, drei Paladine. Mal sehen, was die können. Ah ja. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Der Asteroid sollte zumindest mir gehören. Wie viel Bombenschaden hat der? Geht so. Ui. Ah ja, wo fliegen die hin? Okay. Bevölkerung 2, aber die Integrität ist noch viel zu hoch. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Das Problem ist, die Piraten greifen halt jetzt an und ich habe nicht wirklich viel Bombenschaden. Das ist halt der Nachteil, dass ich keine Bomber und nichts gebaut habe, keine Langstreckenwaffen. Ja. Aber gut, so ist es halt, ne? So. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Die Erlösung wartet. Aber es müsste gehen. Dann kann ich hier den Asteroiden holen. Oh ja, hier sind sie. Die ganzen Piraten. So. So. Ja, genau. Der Paladin müsste ja als nächstes dann gebaut werden. Theoretisch. Zumindest war das der Plan. Mehr Credits werden benötigt. Mehr Credits werden benötigt. Ja, komm. Jetzt. Ist es soweit? Fast. Ja, wir greifen als nächstes an. Aber den Asteroiden, den zerstöre ich noch. Schaut schon cool aus, ne? Schänder greifen unsere Welt an. Ja, ich sehe es. Das sind die bösen Piraten. Wir folgen dem Ruf. Ich hoffe, dass das bald gebaut wird. Ja. Mal sehen, ob die Paladine das hier verteidigen können. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, aber probieren kann man es ja mal. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Zumindest die Schiffe werden es nicht schaffen. Ah. Macht aber nichts. Das wird schon irgendwie werden. Die Anima sind unruhig. Strahlenschaden. Muss mal gucken, wie es läuft, weiß ich noch nicht. Es wäre doof, wenn sie die Werft vernichten würden. Aber die Strahlenbatterie hält schon ein bisschen was aus. Endlich ist die Rache unser. Wir sind
sind ganz Ohr. Der hält aber nicht viel aus. Hülle, Schilde 800, 900. Geht so. Das hat der Plasmaschaden, okay. Nachdem der Plasmaschaden, dann schauen wir mal, wo wir Plasmaschaden erhöhen können. Laser, Strahlen, Plasma. Mehr Credits werden benötigt. Ja. Leitet unseren Zorn. Heiden gereinigt. Nutze meine Stärke. Dass die immer noch Heiden sind. So machen wir es. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. So machen wir es. Geht nicht anders, ne? Also ich wüsste jetzt nicht wie. Montagedrohne. Ah, das könnten wir. Okay. Naja. Aber warte mal, der Stärke. Springt mich ja hier an. Das geht ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die das hier verteidigen. Das Schiff, das dürfte bald als nächstes zerstört werden. Ja, ein Schiff ist nämlich schon kaputt gegangen. Genau, das ist das Ding. Das ist sehr teuer, was ich hier mache. Eine sehr teure Verteidigung, das hilft dann nichts. Wir sind ganz Ohr. Die Schänder werden büßen. Unsere Truppen haben den Feind angegriffen. Naja, ich halte hier einfach durch, so gut wie es geht. Nutze meine Stärke. Wie und den Rest wird man sehen. Der Leuchter, der müsste jetzt auch kaputt gehen. Ja. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Sollte zumindest. Endlich ist die Rache unser. Unser Schicksal wird sich erfüllen. So. Jetzt springen wir einfach doch auf den Hauptplaneten und gucken mal, was da so abgeht. Vielleicht geht da ja was. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Wenn ja, dann habe ich aber Glück. Und Glück wäre sehr gut. Da schauen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja. Nutze meine Stärke. So, die Strahlenbatterie ist zerstört worden. Ah, bald müssten sie abhauen. Sehr schön. Endlich ist die Rache unten. Nix, einem Flüsterer. Das glaube ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Aktiviere den Phasenantrieb. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier wird. Abgeschlossen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Unsere Flotte ist eingetroffen. Na, so viel steht da gar nicht. Die Erlösung wartet. Und der springt jetzt. Ja gut, aber dann kann ich ihm hier alles vernichten, ne? Ah, der hat. Jetzt kommt er doch. Schänder greifen unsere Welt an. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Nutze meine Stärke! Der Titan geht ein bisschen näher ran. Ah, der hat schon eine Menge Truppen. Das ist Konstruktion abgeschlossen. Nicht zu verachten. Aber vielleicht geht's ja trotzdem. Das sehen wir jetzt dann gleich einfach. Na. So. Und hier unten wird's langsam vielleicht auch, weiß ich nicht. Muss man sehen. Nutze
meine Stärke. So, was ist jetzt hier mit dem Titan? Unser Schicksal wird sich erfüllen. Der Träger hält noch durch. Das ist auch wichtig. Es ist ein Großkampfschiff, ne? Ja, keine Fregatte. Hat er denn eine Fregatte? Sieht nicht so aus. Das ist natürlich doof. Was denken Sie? Was denken Sie? Unser Schicksal wird sich erfüllen. So. Die Batterie müsste es als nächstes zerbröseln. Sollte es zumindest. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Na. Die Anma sind unruhig. Nutze meine Stärke. Die Rache ist unser. Unser Wille geschehe. Die Rache ist unser. So, stellen wir die mal zusammen. Die Rache ist unser. Genau. Das die geht halt einfach nicht, ne? Bestraft werden. Geht nicht. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Naja. Vielleicht holen wir uns doch lieber... Konstruktion abgeschlossen. ...sowas hier. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Da müsste ich mehr von haben. Was ist denn das böse Schiff, das ich zerstören will? Ja, genau. Ah, jetzt will er fliehen oder was? Nee, nee, der wird zerstört. Kommt schon. Na los. Das darf der nicht schaffen. Wie geht's in meinem Trägerschiff? Ja, nicht so super. Seelensturm, das klingt doch nach einer guten Sache. Wir werden die Einheit wiederherstellen. So, was macht der jetzt hier? Noch ein bisschen mehr Rüstung. Reinigung brauche ich gerade nicht. Boah. Machen wir das mal so, ich weiß es nicht genau. Nutze meine Stärke. Wir werden die Einheit wiederherstellen. Die Erlösung. So, schauen wir mal, ob sich das so lohnt oder auch nicht. Hier scheine ich aber halbwegs zu verteidigt zu haben. Schauen wir mal. Ja, könnte klappen. Und hier unten die Piraten. Ja, wird langsam. Ganz langsam, aber es wird. Na, die taktischen Plätze, genau. Ich würde schon sagen, dass das hier ganz okay ausschaut. Boah, die strukturelle Integrität ist halt fast zerstört, ne? Ja gut, wir können es probieren. Ja, wir können es probieren. Schiffe habe ich hier keins mehr. Und hier? Ich glaube, das sieht gut aus. Obwohl der hier langsam böse kassiert, ne? Wir werden die Einheit wiederherstellen. Ja, der muss weg. Ja, aber diesmal nicht auf mich. Das ist das Lustige. Der kriegt jetzt die doppelte Packung. So, darf ich jetzt ein Großkampfschiff bauen? Ja, darf ich.
Mutterschiff. Psychologische Kriegsführung. Ja. Der ist nicht schlecht. Auf Kosten der Feuerkraft, aber er hat doch Feuerkraft. Huh. Das sieht gut aus. Schlachtschiff. Schlachtschiff sieht gut aus. Ja. Zwei Schlachtschiffe gibt's hier. Piraten sind verschwunden. Das hole ich mir, sobald ich das Geld habe. Was jetzt gleich der Fall sein müsste. Ich liebe Christian. Yeah. Gut. Unser Schicksal wird sich erfüllen. Die Musik finde ich saugeil. Die ist halt richtig episch. Wir fürchten die Folgen nicht. Oh, das ist gut. Schänder greifen unsere Niemals Welt. Die Folgen fürchten. Boah, nice. Nur noch Schrott übrig. Ich meine, mit den Konsequenzen muss man leben können, ne? Das ist immer so. Die Rache ist unser. Von dem her, ja. Nutze meine Stärke. Ah, ich glaube, das sieht sehr gut aus. Und hier drüben stehen wir auch noch. Das haben wir verteidigen können. Ganz knapp, aber es ging. Bam, 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 bam. So, hier bauen wir noch ein bisschen Logistik. Yep. Unsere Truppen haben Ui, was ist das denn? Die haben so lustige Schiffe. Okay. Oh Gott. Okay, was ich jetzt mache ist, ich hau jetzt ab. Endlich. Weil wenn hier jetzt die Piraten sind, dann können die hier kaputt machen, wie sie wollen. Ich verschwinde und greife jetzt diesen Planeten an. Und dann müssten wir das gewinnen und gut ist. Ja. So zumindest mein Plan. Ja, das ist natürlich nicht gut. Wir werden die Einheit wieder. Der sollte aber noch entkommen können, oder? Ja, knapp, aber es müsste gehen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Episode auf diesem Stern wieder. Genau. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.